funktioniert der Prototyp in Version 3 sehr zuverlässig, womit es an der Zeit ist, die technischen Details anzusprechen. Entstanden ist auch dieses Modell nach meiner traditionellen Fertigungsweise, also überwiegend in Handarbeit mit Materialien aus dem Baumarkt. Wie herkömmliche Extruder besteht auch meine Version aus einer kalten Seite, dem sogenannten Cold End, und einer heißen Seite, dem Hot End, die beide aus 16×16mm Alu-Vierkant gefertigt sind. Die ungefähr genauen Abmessungen und Positionen der Bohrungen gibt's auf meinen Seiten nachzulesen. Bedenkt, dass auch diese Maschine mit ein paar Pi mal Daumen Parametern erstellt worden ist. Getrennt werden die beiden Zonen durch ein Stück Glas, um den Wärmefluss von der heißen hin zur kalten Seite zu minimieren. Zugeschnitten habe ich den 25×25mm Block mit Hilfe eines elektrischen Fliesenschneiders mit Wasserkühlung für die Diamantscheibe. Die etwa 9,5mm durchmessende Bohrung habe ich mit einem Dremel und einem diamantbesetzten Bohrer ebenfalls mit Wasserkühlung angefertigt. In dem Extruder muss während des Betriebs ein Temperaturgefälle aufrechterhalten werden, wozu das Hotend mit Hilfe einer Heizpatrone elektrisch erwärmt und das Coldend mit Hilfe eines Lüfters gekühlt wird. Im Hotend muss die Temperatur ausreichend hoch sein, damit das Plastik schmilzt, während im Cold End die Temperatur unterhalb des Glaspunktes, also der Temperatur, ab der das Plastik weich wird, gehalten werden muss. Je mehr Wärme vom Hot End hin zum Cold End fließt, umso mehr muss das Hot End geheizt und das Cold End gekühlt werden. Effizienz ist das Stichwort. Glas hat eine um den Faktor 100 geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium, daher verwende ich dieses als Barriere für den Wärmetransport. Das Granulat wird vom Cold End hin zum Hot End längs eines Teflonröhrchens mit 8mm Innen- und etwa 10mm Außendurchmesser geführt. Dieses ist nötig, um die Reibung längs der Wände gering zu halten, denn als Antriebsmotor wird der leistungsschwache Schrittmotor verwendet, der zuvor das Filament angetrieben hatte. Ebenfalls, um den Wärmetransport klein zu halten, erfolgt die Verschraubung zwischen Hot End und Cold End über zwei recht lange Stücke 3mm Gewindestangen und kleine Winkel aus 0,5mm Blech quasi um die Ecke herum. Nicht nur für elektrischen Strom, sondern auch für den Wärmefluss gilt. Dünn und lang bedeutet, dass der Widerstand hoch ist und das ist in diesem Fall erwünscht. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit dieser Befestigung die Bohrungen von Cold End und Hot End fluchtend ausgerichtet werden können. Handarbeit ist halt immer mit größeren Toleranzen verbunden und über Gewindestangen justierbare Verbindungen sind des Knurzers bester Freund. Kommen wir zum zentralen Element, der Förderschnecke. Diese besteht aus einer simplen Holzschraube mit 5mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von 105mm. An der Spitze habe ich ein 25mm langes Stück 1,5mm Draht hart verlötet. Den Hals der Messingdüse habe ich mit einem 3mm Bohrer geweitet, damit der Kunststoff diese Engstelle mit weniger Widerstand passieren kann, die Spitze der Schraube verengt diesen Bereich ansonsten zu sehr. Am Schraubenkopf ist eine M8er Mutter angelötet. Diese passt in das große Zahnrad, über welches die Schraube angetrieben wird. Etwas Spiel und vor allem die Länge der Aufnahme in dem Zahnrad erlauben, dass die Schraube mitrotiert, sich dabei aber ansonsten frei bewegen kann, vor allem in axialer Richtung. Mit dem kleinen Zahnrad am Schrittmotor ergibt sich eine Untersetzung von 3,1 zu 1. Der Schrittmotor inklusive Getriebe ist über 4 Gewindestangen mit dem Rest der Mechanik verbunden. Dank der Gewindestangen kann der Antrieb in der Höhe verstellt werden, was beim Experimentieren mit verschiedenen Schraubentypen sehr sinnvoll ist, denn für die Funktion des Extruders ist es von Bedeutung, wie tief die Schraube in die Mechanik eintaucht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Extrudern verfolge ich nämlich den Ansatz, dass die Förderschnecke das Granulat lediglich von der kalten Seite her antreibt und somit in Richtung Hot End presst. Versuche haben gezeigt, dass die Schraube mitunter etwas tiefer bis in die Schmelzzone eintauchen sollte, um mit dem geringen Drehmoment des Schrittmotors arbeiten zu können.
Bei der hier zum Einsatz kommenden Version mit der Drahtspitze wird der Schrittmotor so justiert, dass die Schraube etwa 2 bis 3 mm Spiel in der Höhe hat. Wird das Granulat in den Extruder gefördert, so hebt sich die Schraube automatisch, bis der Schraubenkopf am großen Zahnrad anstößt. Sinn der Drahtspitze ist es, die Düse zu verschließen, wenn der Extruder in den Rückwärtsgang geht. Dann bohrt sich die Schraube in den Extruder, bis die Spitze an der Düse anstößt und dies im Optimalfall verschließt und somit Springing verhindert. Klappt das mit dem Verschließen nicht wirklich, weil die handgefertigte Gesamtkonstruktion doch etwas zu schepp geraten ist, so bewirkt das Anstoßen der Schraube an der Düse, dass das im Extruder befindliche Granulat etwas angehoben wird, solange sich die Schraube weiter in entgegengesetzter Richtung dreht. Das entspricht dem klassischen Retract herkömmlicher Filamentextruder. Kommen wir zu der immer wieder gestellten Frage, die mir schon lange zum Halse raushängt. Warum nimmst du keinen Holzbohrer? Die Dinger sehen doch ungefähr so aus wie richtige Förderschnecken. Schon tausendmal gegebene Antwort: Auf die Steigung kommt's an. Die Steigung einer Holzschraube ist wesentlich kleiner als die besagter Holzbohrer. Die Steigung entspricht der Untersetzung eines Getriebes. Pro Umdrehung wird das Granulat mit dem hier zu sehenden Bohrer um 18 mm transportiert, während es bei der Holzschraube mit gleichem Durchmesser lediglich 3 mm sind. Mit der geringeren Steigung der Holzschraube schafft es auch der von mir verwendete leistungsschwache Schrittmotor, das Granulat durch den Extruder zu pressen. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Dosierbarkeit. Muss die Förderschnecke um einen größeren Winkel gedreht werden, um eine bestimmte Menge Granulat zu fördern, so gilt umgekehrt, dass man mit dem gleichen Drehwinkel weniger Plastik aus der Düse presst. Beim Drucken feiner Details ist weniger einfach mehr. Und wer es nicht glaubt, soll halt verdammt nochmal einen eigenen Extruder mit einem Holzbohrer bauen. Ich hab's probiert und Holzschrauben für geeigneter befunden. Fertig! Zur Förderung des Granulats muss dieses auch irgendwo rein in den Extruder, was am oberen Ende des Cold Ends geschieht. Das Teflonröhrchen ragt nicht ganz nach oben, denn am Eintrittspunkt ist Reibung mit den Wänden der Bohrung durchaus erwünscht. Damit die Holzschraube die Kunststoffkörner quasi greifen kann, dürfen diese sich an der Eintrittskante nicht wegdrehen, sondern müssen regelrecht eingeklemmt werden. Erst dann kommt die Schräge der Wendeln dazu, das Granulat nach unten zu drücken. Die kleine Nut unterstützt das Greifen des Granulats. Soweit fürs Erste zur Konstruktion, kommen wir zu ein paar einfachen Testdrucken. Im ersten Video habe ich nach guter Rap-Rap-Tradition das Ritzel des Extruders mit einer Geschwindigkeit von 10 mm pro Sekunde gedruckt. Das Ergebnis des nur 25 mm durchmessenen Zahnrades war mehr als ausreichend, um ein funktionierendes Bauteil zu erhalten. Aber das geht auch schneller. Hier zu sehen mit 20 mm pro Sekunde. Verwendet wird wie zuvor eine Düse mit 1 mm Durchmesser. Der Druck erfolgt mit einer Schichthöhe von 0,2 mm und einer Extrusionsbreite von 0,7 mm. Klappt auch in schneller noch gut. Auch 30 mm pro Sekunde führen zu einem guten Druckergebnis. Die Druckgeschwindigkeit habe ich erhöht, indem ich die sogenannte Framerate über das Druckermenü entsprechend auf 300% verstellt habe. Die in Slicer erstellte Datei auf der SD-Karte ist für 10 mm pro Sekunde, was bei 300% die hier zu sehenden 30 mm pro Sekunde ergibt. Wird die Druckgeschwindigkeit auf nun 400%, entsprechend 40 mm pro Sekunde erhöht, so wird das Ergebnis offensichtlich etwas schlechter. Grund ist nicht der Extruder, sondern vielmehr der verwendete preiswerte Drucker, dessen nicht wirklich stabile Mechanik in Schwingungen gerät. 60 mm pro Sekunde gehen prinzipiell auch noch, aber nur prinzipiell. Der ganze Tisch wackelt spürbar.
Neben der weichen Mechanik des Druckers ist die Konstruktion des gesamten Extruders alles andere als optimal, es gibt noch reichlich Potenzial zum Abspecken. Der schwere Schittmotor ganz oben ist weit von der Längsachse des Antriebsriemens entfernt, was die unerwünschten Vibrationen stark begünstigt. Für die Experimentierphase ist eine große Mechanik besser, weil man an alle Komponenten gut herankommt und alles bei Bedarf nachjustieren kann. Einer der nächsten Schritte muss es aber sein, eine deutlich kompaktere Lösung zu finden. Ich arbeite daran, das entsprechende Material ist schon bestellt. Die bestehende Mechanik schicke ich aber noch nicht in den Mixer. Im nächsten Video werde ich ein wenig mehr zu den Spezifikationen dieser Ausbaustufe meines Granulatextruders erzählen. Im unteren Bereich des Zahnrades ist eine Fehlstelle zu sehen. Diese kommt daher, dass ich den gesamten Drucker auf dem Tisch hin und her geschoben habe, um einmal die totale und jetzt wieder die Nahaufnahmen machen zu können. Ferner fällt auf, dass sich die Zähne aufgrund der fehlenden Bauteilkühlung nach oben biegen. Festzuhalten bleibt, dass der handgemachte Extruder-Prototyp schon recht gut mit unterschiedlichen Druckgeschwindigkeiten zurechtkommt. Wie gesagt, gibt's mehr davon demnächst, vor allem in Form aussagekräftigerer Druckbeispiele. Der diesjährige Hackaday Prize neigt sich wieder einmal überraschend schnell dem Ende entgegen und ich habe der Jury und natürlich euch allen da draußen noch so einiges zu zeigen. Auf meinen Seiten und auf der Seite von Hackaday gibt's die Beispieldrucke in hoher Auflösung zu sehen, sodass ihr euch ein besseres Bild von der Druckqualität machen könnt. Wer meine Forschungen finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!